Hey und herzlich willkommen zurück an Bord mit eurem Crunchgau hier bei FIFA 16 im KL-Modus. Und wir spielen gegen Everton. So, wie sieht's denn aus aktuell? Wir haben 19 Punkte Vorsprung auf Arsenal und Chelsea. Das ist vollkommen ausreichend. Gucken wir mal. Nasri holen wir rein. Fernandinho, Lestien fällt ja aus. Da holen wir den Ünal mal mit rein. Ünal kann da hier für De Bruyne mal spielen. Sterling. Sterling. Na was? Lassen wir hier mal Angelino aufspielen und hier rechts kann Zabaleta aufspielen. Mangala kann hier für Kompany kommen. Hat auch ein paar Schläge abbekommen, Kompany. Da werden wir auch hier mal austauschen. So, Aguero darf sich versuchen, weiter in der Torschützenliste einzutragen. Für die Krone am Ende, für die goldene Kanone. Oder was auch immer dort verliehen wird. Ich weiß gar nicht, ob es in der Premier League auch eine Kanone ist. Ich weiß es nur. Oh. Ich weiß es nur aus. Aus der Bundesliga. Mehr wüsste ich hier gar nicht. Boah, es läuft ja richtig gut gerade hier für mich. Na, egal. Egal, vielleicht wisst ihr es ja. Könnt ihr mal ruhig in den Kommentaren hinterlassen. Würde mich mal interessieren. Einfach mal, um zu gucken, ob es irgendwie anders ist als in der Bundesliga. Wir haben Anstoß gegen Everton und haben nicht den Druck, so viel machen zu müssen. Das ist einfach nicht der Fall, weil. Mit 19 Punkten Vorsprung kann man sich sicherlich vorstellen, da ist alles noch ein bisschen leichter. Easy peasy, ja. Wir hätten auch Walton mal ruhig reinholen können. Ah. Ah, das wäre auch genial geworden, wenn ich da rangekommen wäre. Jetzt haben wir so ein bisschen unter Druck gesetzt. Aus die Maus. Hey. Hey. Oh Gott. Nope. Das hat nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Spielen wir mal wieder kontrolliert zurück. Und dann Richtung Hart. Upsa. Gut abgegrätscht. Relativ offenes Spiel. Lass mal gucken, dass wir so ein bisschen im Ballbesitz bleiben. Wir sind auch weiter im Ballbesitz. So, Nasri. Ah, da ist gut reingegrätscht worden. Ah, abseits. Habe ich unten nicht auf den Radar geguckt. Bewachen eng. Und da wir so eng bewachen, haben wir auch die Räume und die Möglichkeiten hier doch mal den einen oder anderen die andere
Konstellation. Oh. Ecke. Gut verteidigt nochmal. Angelino hat den Ball nicht richtig rausbekommen. Da wollte ich aber auch mal gucken, ob ich den nicht noch ausspielen kann. Sonst wäre die Sache wahrscheinlich ein bisschen besser davon gekommen. So, wir müssen hier so ein bisschen raus. Dass wir hier nicht so... Aguero. Ah, mit links. Sterling wird hier von den Beinen geholt. Einwurf. Sterling. Ah, na was, zu langsam gedreht. So, jetzt haben wir es mal schnell gemacht. Oh! Was war das denn, Sterling? Also bitte. Da ist sogar nur noch ein Einwurf draus entstanden. Das ist ja schon ein bisschen peinlich. Ja. Großartiger Ballbesitz ist nicht draus geworden. So, jetzt mit Angelino im Vorwärtsgang. Ja, das war nix. Da kam der Torwart gut raus. Da kam der Fuß noch dazwischen. Sonst wäre das hier ziemlich gefährlich geworden. Egal. Egal. Nicht schlimm. Weitergespielt mit Navas. Ah, Enes Ünal konnte sich hier nicht durchsetzen. Puh, das hätte auch anders enden können. Wenn der Schiedsrichter hier weitergespielt hätte. Ja. 0-0. Jetzt kein Sahnehäubchen von Spiel, aber doch hier und da mit Leidenschaft und mit Kampf. Unter Bedrängnis den Ball ins Ausgespielt. Das ist mir natürlich dann am liebsten. So, jetzt können wir mal die Seite ein bisschen verlagern. War ja doch ein bisschen voll hier. Ja, leider abgefangen. Oh, und geblockt worden, aber der kam eh zu nah an den Torwart dran. Na, Zweikampf gewonnen. Foul. Delufu hier von den Beinen geholt. Wenn wir uns mal die Wechselmöglichkeiten demnächst anschauen. Ah, zu viel gelaufen. Ah, Mist. Da wollte ich den direkt weiterleiten. Den Ball.
spielen sie doch ein bisschen passiver. Denaya hier sehr robust im Zweikampf. Jetzt werden wir doch Boni holen. Jetzt Jakub für Navas. Und vielleicht dann für Ünal nachher noch Lamela. Aber erstmal ein bisschen frisches Blut, wie man immer so schön sagt. Gut gemacht von Hart, an den Ball noch zu gehen. Da wäre ich doch fast durchgekommen. Da kommt er echt noch mit seinen verdammten Hacken an den Ball ran. Gelegt. Mehrfach gelegt jetzt hier inzwischen. Mehrere Spieler hier ungenockt. Bong! Latte. Wieder Glück gehabt. Also wir haben jetzt hier schon ein paar Mal mächtiges Glück gehabt, dass wir hier nicht zurückliegen. So, Angelino. Jetzt Jakub. Bisschen umständlich. Na. Sterling nochmal anlaufen. Nein! Mit Enes Ünal genau einen Schritt zu viel gemacht. Irgendwie sehen die auch nicht mehr so aus, als wollten sie hier viel reißen. Oder sie versuchen jetzt so ein bisschen auf Konter zu lauern. Hier so einen schnellen Vorstoß zu machen. Aber irgendwie, nee, hat das auch nicht mehr den Zug. Ja, aber das war jetzt auch nicht gut. Das entwickelt sich hier zu einem kleinen Geduldsspiel. Na, da kann Boni jetzt nichts mit anfangen, beziehungsweise den nicht sinnvoll verwerten. Wir werden die mal ein bisschen anlaufen. Mit offensiver Taktik. Mal gucken, ob sich da was tut. Uhuhu. Da war es jetzt ein bisschen wild geworden. Bah, und dann, dass wir die Bälle nicht kontrollieren können nach sowas. Oh. Ja, jetzt wird das interessant. Ja, vielleicht auch nicht. Ah, vielleicht doch. Nee. Hat's nicht funktioniert. Aber unseres funktioniert heute auch nicht. Ja, und 0-0. Unentschieden. Ich weiß gar nicht, wie viele Unentschieden das ist. Sehr arm an Torchancen. Alles nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt kommt demnächst auch das Pokalspiel, wenn ich mich nicht irre. Yep. Also, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. War ein bisschen, naja, ging so. Schauen wir mal. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Euer CrunchCow sagt bis dahin, haut rein. Tschüss.